Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, und wir haben die 2000 Abos geknackt. Oder ich wollte euch das hier einfach vorher zeigen. Eins von beiden, was es ist, nach dem Intro. Noch nicht so genau, ob ich das hinkriege, euch das Tierchen so lange vorzuenthalten. Ich werde es versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. Das Tierchen ist halt einfach der Hammer. Und ich habe es jetzt schon da mit 1880 oder 83 Abos. Die 2000 sind also noch nicht geknackt. Aber wenn ihr das hier seht, das Tier ist dafür gedacht gewesen. Also gehe ich mal davon aus, wir haben die 2000! Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Und ja, freut mich tatsächlich, dass wir es geschafft haben, die 2000 Abo-Marke zu knacken. Und dafür lassen wir ein Tier einziehen. Genauer gesagt sind es zwei. Einmal haben wir hier, die werden wir nicht zu Gesicht bekommen, deswegen kann ich das ganz gechillt sagen, die Haploclastus devamata. Die ist sowas von nicht zu sehen, weil die sowas von versteckt ist. Und hier irgendwo in der Ecke kleben würde, wenn sie da wäre, aber ist sie halt gerade nicht. Ja, jedenfalls ein super schönes Tier, ist ein Sling. Und ja, ich bin sehr gespannt, ne? Also ich habe das Tier noch nicht live gesehen in voller Größe, wie es halt eigentlich sein könnte, sollte, hätte, täte, wollte. Ich glaube, hier ist sogar die Haut drin, das Tier hat sich gehäutet. Hier oben ist, liegt Haut von dem Tier, also es hat sich gehäutet, sehr schön. Ja, und jedenfalls weiß ich noch nicht, ich weiß, wie es aussehen soll, aber ob es nun wirklich so aussieht, das werden wir noch rausfinden mit der Zeit. Nun aber zu dem Ding, was hier drin ist. Was soll ich sagen? Das ist... Eieiei. Es ist groß. Es ist wirklich groß. Und eigentlich war es nicht geplant, ne? Wie es halt so ist, aber ich wollte sowieso ein Terrarium holen in der Größe, wo es rein soll, das Tierchen. Deswegen habe ich mir auch gleich ein Tierchen dazu geholt und es ist eine Theraphosa Styumi. Und ich bringe das mal alles beiseite, weil das Tier ist halt wirklich ein Okolyt. Ja. Und dann versuche ich es euch mal zu zeigen, soweit es halt geht. Ich werde das hier nicht aufmachen. Die hat nämlich schon ordentlich Haare geworfen. Die werden da drin rumfliegen. Und jedenfalls werde ich für sie noch ein schönes Terrarium jetzt einrichten. Und dann werden wir schauen. Ich denke, wir können ja dadurch, dass wir noch nicht die Abozahl erreicht haben, das Video ein bisschen offen lassen und schauen, was noch kommt, was noch geht. Auf jeden Fall haben wir hier die Theraphosa Styumi. Und ja, es ist ein ordentlicher Brecher. Also kann man sagen, was man will. Es ist ein riesiges Tier. Ja, ihr kennt diese Dosen, die ich da hatte, ne, wo auch meine, meine Miras drin sind, meine kleinen. Und das ist die entsprechende Dose. Das Tier ist riesig. Ne? Also ich halte mal meine Hand da drunter. Das ist ein Riesending. Jedenfalls, wenn wir das Tierchen jetzt einziehen lassen, das heißt, ich werde ihr das Terrarium bauen und alles schön machen. Den Aufbau werde ich euch nicht zeigen, weil ich genau weiß, dass sich das sonst in die Unendlichkeit zieht, weil ich selber noch nicht genau weiß, wie ich das bauen will. Aber wir werden das Endprodukt sehen und das Tier schon einziehen lassen. Das werden wir schon hinkriegen und dann werden wir mal schauen, was ich noch so mit dem Tierchen machen kann, um das Video noch krasser zu machen. So, ich habe das Terrarium jetzt eingerichtet. Das ist ein 50 Breite, 30 nach hinten, 30 nach oben. Wir haben hier ein... schöne große Höhle für das Tierchen, wo es sich drin verstecken kann, aus Kork, ein paar Pflanzen drin, ne, und so eine tolle Rückwand, wo ja, sich die Pflanzen dann auch dran festhalten können. Ne. Und ja, ich denke, das Tierchen wird sich da wohlfühlen. Das Einzige, was noch fehlt, sind Asseln und Springschwänze. Die werde ich gleich als nächstes einsetzen. Aber der Gigant hier möchte raus und der drückt und klopft schon richtig da oben gegen. Der versteht gerade keinen Spaß mehr. Deshalb werden wir die auch gleich reinsetzen. Das heißt, ich werde erstmal die Scheiben reinmachen und dann werden wir das Tierchen da reinsetzen. Und ja, ich denke mal, ich werde einfach das ganze Behältnis da reinstellen, weil da sind so viele Brennhaare drin. Ich habe Angst, dass wenn ich es aufmache, die mir wie beim letzten Mal einfach alle entgegengeflogen kommen. Und ich möchte die jetzt nicht dringend abkriegen. Im Vergleich
Das ist das Tierchen, ja, meine Hand dazu. Es ist gewaltig. Ein Riesenvieh. Ein Riesenvieh. Tja, bis eben hat sie hier noch rumgeschoben und gedrückt. Sie hätte tatsächlich, wenn hier nicht an dem ganzen Klebestreifen gewesen wäre, um das zuzumachen, dann wäre die auch da rausgekommen. Ich habe sie drücken gehört, ja, also sie hat wirklich Gas gegeben und hat versucht, da aus diesem Ganzen rauszukommen. Und jetzt macht sie irgendwie keine Bewegung mehr. Ah, doch ein bisschen. Jetzt ist sie auf jeden Fall schon mal auf der Erde drauf. Ja, auf jeden Fall werde ich mir hier auch noch mal ein Schloss machen, ne, dass sie da nicht rauskommt. Die hat ordentlich Power. Dann werden wir mal schauen, wie sie sich macht und ob sie die Pflanzen alle heile lässt, ne? Oder ob sie die platt macht. Wir werden sehen. Das Ganze hier werde ich komplett wegschmeißen. Das ist komplett voll mit Brennharn. Also das werde ich nicht nochmal benutzen oder reinigen oder irgendwas dergleichen. Das ist es mir nicht wert, ja. Das ist es mir einfach nicht wert, mich da mit dem Brennharn noch auseinanderzusetzen. Ich frage mich halt, kriegen wir sie jetzt da rausbuxiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Geh mal ein Stück. Wir wollen dich doch sehen. Also hier sehen wir jetzt ein bisschen das Tier. Aber so richtig rauskommen ist scheinbar jetzt gerade nicht drin. Ja, auf jeden Fall der Arsch, ne? Gewaltig groß. Wie gesagt, das ist ein Riesenvieh. Ich kann es nur immer wieder sagen, es sieht tatsächlich jetzt kleiner aus, als es ist. Das Tier ist wirklich groß. Ich verstehe auch nicht, warum sie sich jetzt nicht in Bewegung setzt. Der alte Gigant, der. Wie gesagt, Brennhaare mag ich jetzt nicht abkriegen, aber ich würde auch gerne das Plaste rausnehmen. Einen Moment. Na, das sieht doch gut aus. Wie gesagt, zumachen. Brennhaare will ich nicht abkriegen. Falls sie jetzt auf die Idee kommt, hier noch mal ein bisschen was zu verteilen, wäre unpraktisch. Ja, und somit ist das mein erster ultimativer riesiger Gigant. Ja, das Tier ist wirklich gewaltig. Und ich kann es nochmal wieder sagen: Riesenvieh! Komm schon, gehen wir mal ein bisschen weiter. Dann kriege ich vielleicht sogar mein Plaster wieder. Ha? Oh. Jetzt aufpassen, Brennhaare. So, das Tierchen ist in seine Höhle gezogen. Und wir werden das jetzt, dadurch, dass wir ja noch Zeit haben mit dem Abo-Special, natürlich weiter verfolgen. So, und jetzt gehen wir runter zum Abo-Special, damit ihr mal hören könnt, wie sich das anhört, wenn das Tierchen frisst. Nur zur Info, ich habe die Aufnahmen da. Ja, das ist der Hammer. Mach mal ordentlich auf. Nee, 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 nee. Ja, du bist ein kleiner Angeber, aber du gehst bitte wieder rein. Alter! Kriegst die Tür nicht zu! Oh mein Gott! Nein, 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 weg mit dir! Heilige Scheiße! Alter! Du willst es aber auch von mir wissen, ne? Schuh. Alles klar, die Aufnahmen dazu gibt es natürlich dann.
Beim Herauskommen der Spinne. Bei den 2000 Abos. Und ein Happy Dance gibt es auch dazu. Also wisst ihr, was euch erwartet. Ihr habt zwar nur die Soundfiles und ich werde es natürlich auch runterschneiden, dass ihr nur die Soundfiles habt. Aber hier geht's ab. Ja, den Ausschnitt gibt's dann beim 2000 Abo-Special, damit ihr Bescheid wisst. Gut, jetzt sind wir so weit, dass ich tatsächlich hier das Ende des Einzugs des Tieres filmen kann. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und man sieht, sie hat ordentlich von meiner Bromelie rausgezupft. Leider auch von der Tochterpflanze. Ne? Also man sieht die Tochterpflanze da. Die hat gut gelitten, also die hat ordentlich abgezogen gekriegt. Ich habe mir gedacht, sie liegt, also dass es nicht unbedingt daran liegt, dass sie jetzt die Pflanze killen will, sondern dass sie vielleicht an das Wasser ran möchte, was da drin ist. Wenn ich die besprühe, dann läuft das Wasser ja da rein und legt sich da drin ab. Deswegen habe ich ihr einen Wassernapf hier reingestellt. Ja? Und ich meine, ich sprühe hier regelmäßig, mittlerweile, ich glaube, alle 2-3 Tage immer wieder so im Wechsel. Und es ist sehr feucht hier drin, aber ich kann mir vorstellen, sie will es noch feuchter haben. Also man kann da jetzt auch durchgucken. Die hat da jetzt wirklich bis in die Unendlichkeit gegraben und noch viel, viel weiter. Da sieht man sie. Ich glaube, man kann sie sehen. Kann man sie sehen? Nee, man sieht nur die Spiegelung. Tut mir leid, man kann sie nicht sehen. Ist nicht das Problem. Spiegelung lässt sich entfernen, indem ich das Glas entferne. Huch. Ah, so. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Mal gucken. Verdammt. Noch irgendwie hinkommen. Das ist halt doof. Ich komme halt weder mit dem Licht noch mit sonst irgendwas hin. Ich komme auch mit der Kamera da nicht ordentlich rein. Sehen wir was? Ist einfach. Ich sehe auch nicht, wenn sie da gleich rausgedonnert kommt. Aber da sehen wir sie auf jeden Fall sitzen. Da ist ihr Poppes. Ja, die ist regelmäßig draußen. Ne? Zerstört meine Pflanze. Finde sie ganz toll. Ja, also diese Pflanze killen ist auf jeden Fall eins ihrer Lieblings Sachen, die sie so macht. Da vorne war ja dieses, naja, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses Teil da. Und diese Pflanze, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die hat sich auch durch die Gegend gerollt, ne, und geschossen. Ich habe da dann die eine auch rausgenommen. Die hier war jetzt auch überall mal ein bisschen durch die Gegend gerollt. Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt so der Fan ist von Pflanzen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber... Naja, ich hoffe, die Pflanzen, die jetzt noch drin sind, überleben das. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, als ob dieses ganze Regal hier umgebaut wird, denn hier sind noch 2 Terrarien und die möchte ich gerne hier drin haben. Das heißt, über die hier kommt nochmal ein 50er und ein 30er daneben. Das kommt weg und das 30er lassen wir unten stehen. Vielleicht kommt da noch was. Also, das wird alles noch ein Umbau und... Tja, was soll ich sagen? Dadurch, dass ihr gesehen habt, dass da Terrarien sind, müsst euch klar sein, dass tatsächlich das Special hiermit jetzt nicht zu Ende ist, sondern es weitergeht. So wie es bei den meisten Specials jetzt immer war, ist es nicht immer nur ein Special geblieben. Nein, es waren 2, 3, vielleicht auch 4. Und in dem Fall wären es, glaube ich, bin mir nicht sicher, vielleicht stecke ich die 2, die jetzt noch kommen, auch zusammen. Aber entweder werden es jetzt noch 2 oder noch 1 kommen. Aber das werdet ihr dann sehen, weil das steht dann im Titel. So, 1 von 3 oder 2 von 3 oder 1 von 2. Ne? Ja, jedenfalls, das ist das Tier. Theraphosa stirmi. Ja, für euch ist das Special jetzt sozusagen zu Ende. Zumindest das erste. Ich muss mich jetzt hinsetzen und muss das nächste Special noch drehen. Ich habe die Tiere da. Die stehen da vorne, warten nur darauf, ausgepackt zu werden und gezeigt zu werden vor der Kamera. Was bedeutet, dass ich jetzt noch einen ordentlichen Tag vor mir habe oder einen Abend noch vor mir habe. Die 2 Terrarien, die da unten sind, müssen auch noch fertig gemacht werden. Ich habe da so ein paar schöne Ideen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich vielleicht die ganzen Sachen auf 2 aufspalte jetzt nochmal. 2, also sprich 3 Specials werden. Jedes Tier kriegt sein eigenes Video. Ich denke, wir werden das so machen, weil das ist ganz cool. Jedenfalls muss ich sagen, Steven ist auf jeden Fall der Retter.
Ja, also danke an Arachnida, danke an Steven, vielen Dank, ja, dass du da mich gerettet hast, das Special noch ein bisschen krasser gemacht hast, weil die Tiere, die jetzt noch kommen, werden auch noch mal ordentlicher Knüller. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, das ist noch nicht das Ende. Es kommen auf jeden Fall noch Videos oder ein Video. Es kommt noch ein Special. Aber dieses hier werden wir jetzt beenden. Die Theraphosa Styrmi ist auf jeden Fall ein tolles Tier und ich möchte nicht die anderen Tiere jetzt noch zeigen, weil die Theraphosa Styrmi natürlich für sich selbst spricht und natürlich auch ein Highlight ist, ein ordentliches Tier ist, ein wirkliches Special-Tier ist und eines Specials auch würdig ist. Jedenfalls hoffe ich, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett und vergiss nicht zu abonnieren. Abonnieren hilft mir weiter und auch der Community, denn das nächste Special steht irgendwann wieder an und da willst du doch bestimmt nicht fehlen. Ein Link zu Arachnida werde ich auch noch in die Beschreibung reinpacken, wird dann euch führen hin zu Instagram. Vielleicht ist auch der Shop dann schon fertig, wenn das Special kommt. Dann bekommt ihr natürlich auch den Link zum Shop. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön, Steven. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon. Link ist in der Beschreibung. Außerdem haben wir auch noch die Kanalmitgliedschaften, auch Link in der Beschreibung. Schau gerne mal rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!